Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K23. Und bevor wir richtig reinstarten in die Opening Night, habe ich mal eine Frage an euch, beziehungsweise ich will was in dieser Saison ausprobieren im Schnitt und Co., was die Regular Season der NBA angeht, denn ich will das allgemein die Serie nochmal ein bisschen attraktiver versuchen für euch zu gestalten, denn ich mache ja viel Kram, manchmal sind wir auch so in der Regular Season und ich habe das Gefühl, dass für manche auch die Regular Season manchmal so ein bisschen zäh ist, ne? Ich gehe auch wirklich jedes Ergebnis durch. Ich brauche das auch für mich selber einfach, dass ich immer weiß, okay, was hat das Team jedes Spiel gemacht? Ich finde das super geil. Aber ich überlege mal, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich mal in dieser Saison machen, aber gern Feedback in die Kommentare. Vielleicht mache ich es ja auch schon in dieser Folge und dann muss ich mal gucken, wie es wird. Dass ich so ein bisschen vielleicht auch einfach mal immer sage, jo, wir machen das so in 10er-Schritten, 8er-Spieler-Schritten, dass ich zum Beispiel so vorgehe und wenn man dann irgendein besonderes Ergebnis mal hat, dass man da vielleicht mal kurz auf die Stats einzelner Spieler schaut oder die Entwicklung einzelner Spieler schaut, so in einem Cut dann. Und ja, dass man so ein bisschen smoother durch die Regular Season vorbei bzw. durchkommt und dafür auch mitten in der Saison mal mehr Zeit hat und nicht immer ganz im Druck dazu ist, andere Dinge zu machen. Zum Beispiel, wenn wir mal auf die Draft-Jahrgänge reingehen, dass ich dann auch 5 Minuten über den Draft-Jahrgang sprechen kann, ohne dass die Folge dann immer gleich 40 Minuten plus lang ist oder ich dann immer gucken muss, ah, kann ich das jetzt in der Folge bringen oder nicht? Sondern dass wir so, sag ich mal, den allgemeinen Alltag in der NBA, die Regular Season, die ja auch in der Realität immer so lange und zehrend ist, durch ein paar Cuts vielleicht auch manchmal etwas entschlacken, die Folgendauer dadurch etwas kürzer machen und einfach komprimieren. Das ist so mein Gedanke darin. Gerne mal bei euer Feedback dann in die Kommentare. Gameplay-mäßig, da keine Angst, da werde ich nichts cutten. Wenn ich zocke, dann seht ihr das komplett. Würde natürlich auch nochmal den Vorteil haben, dass die Folgen allgemein mit mehr Gameplay dann entsprechend eben auch gefüllt sind und weniger mit dem allgemeinen Verlauf der Saison. Ich will das mal testen, die Saison. Ich bin mal auf euer Feedback entsprechend gespannt, weil es dann ja schon eine große Änderung ist. Und ich muss mich natürlich da auch nochmal ein bisschen testen. Ich bin ja kein Experte drin, wie ich was genau cutte, wie kommt das am Ende doch rüber, gefällt mir das nicht. Das ist so eine experimentelle Saison, sage ich mal. Aber mich interessiert euer Feedback am Ende dazu. Aber ihr müsst es natürlich auch erstmal sehen über die nächsten Folgen, ne? Wir gehen erstmal hier zur Minutenverteilung. Das sind Dinge, die will ich euch immer zeigen. Wir haben hier zum Beispiel Jallison mit 24 Minuten, Ramirez ebenfalls in der Starting 5 mit 28 Minuten, Daniels und Barnes mit 36 Minuten, die beiden Stars. Stewart kriegt 28, dann von der Bank Johnson, Todd, Pittman und eben Quickley, als auch Stanley. Wir haben hier natürlich ein paar Spiele, die durchaus interessant sind und die in der Saison auch mal reinrotiert werden können, zum Beispiel Derek O'Hardy oder Dennis Smith Jr. System werden wir folgendes spielen. Und zwar nicht Defense, sondern ausgeglichen. Das ist das beste System, was zu diesem Team passt. Das werden wir dementsprechend auch spielen. Wir werden auch, was die Taktik angeht, Werfer freispielen. Das ist mir schon wichtig, dass wir da eben zu guten Würfen kommen. Das Tempo soll durchschnittlich bleiben. Rebounding lassen wir so. Ne, auch die defensiven Sachen bleiben alle erstmal so relativ neutral. Je nach Situation soll man da entsprechend handeln. Was sich auch unverändert bleibt, Leute, erste Folge ist Opening Night. Opening Night wird viel gezockt. Das machen wir auf jeden Fall. Und da gehen wir auf jeden Fall auch rein gegen die Detroit Pistons, gegen Irvin Price, Jaden Ivey, Jaden Marion, Santi Aldama und Bird Daniels. Da gehen wir auf jeden Fall rein hier gegen die Pistons. Und ihr kennt es von mir, Opening Night wird immer ein bisschen mehr gezockt, die neuen Spieler kennenlernen. Das muss einfach sein. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich Gameplay cutte, ne? Wenn ich zocke oder wenn ich auch in ein Spiel reingehe, dann seht ihr das komplett auch immer. Also alles, was dann auf dem Feld passiert, kriegt ihr dann auch mit. Das ist mir wichtig, das kennt ihr ja auch von mir. So will ich das auch handhaben, ne? Somit man immer die Dynamiken der Spiele mitkriegt. Und auch in den Playoffs wird sich eher wenig ändern. Da wird es immer sehr, sehr viel Gameplay geben, weil Playoffs sind einfach die geilste Phase der Saison. Falls wir es schaffen, ne? Ziel sind auf jeden Fall die Playoffs und ich will mich auch steigern. Im Best Case will ich natürlich mit dem Team in die Conference Finals kommen, ne? In die Eastern Conference Finals. Das ist eigentlich so das Minimumziel. Gute erste defensive Aktion und wir haben den Rebound. Ramirez. Scotty Barnes. Scotty Barnes. Und der erste Bucket ist gleich komplett brutal. Boom! Scotty Barnes. Damn. Damn. Scotty Barnes dankt hier gleich mal die Detroit Pistons aus der Halle, kann man sagen. Ne? Also was für eine geile erste Aktion hier. Ne? Wahnsinn. Scotty Barnes zeigt sich direkt. Und das in der ersten Minute. Ah, das könnte schwierig werden. Und Scotty Barnes mit dem Block. Nee, ja doch, Barnes war es. Hier haben wir Scotty. Der Dreier. Muah. Was geht ab bei Scotty Barnes hier? Also der startet gleich in die Saison rein, wie die Playoffs geendet haben. Ne? Gut wäre es für uns.
jetzt hier Daniels, unser zweiter Star in diesem Team. Wir haben keinen Superstar, wir haben zwei Stars. Ah, der ist nicht drin, es sei denn, Stuart kriegt den Ball nicht. Und der ist dann aber drin. Stuart ja auch bei den Pistons, glaube ich, auch seine Karriere begonnen. Daniels, ja, erster Wurf ist leider nicht drin, schade. Er bringt aber natürlich auch eine gute Defense mit. Ach, stark, der Steal von Ramirez war es. Jetzt hier Scotty. Jalison, Daniels. Daniels, na, kann er den Fadeaway? Finden wir noch nicht heraus. Barnes mit dem Screen. Jalison, wow. Also Price hat da nur Angst gehabt, muss man sagen, ne? Price hat da nur Angst gehabt und hat da überhaupt keine Chance. Aber am Ende muss man sagen, macht ihn Jalison richtig geil rein mit dem Dunk. Und jetzt hier Price. Marion nimmt den aus der Bewegung. Marion macht ihn rein, okay. Sollte man nicht so freilassen, ne? Sollte man nicht so freilassen. Jetzt hier Ramirez. Jalison. Stuart kommt für den Screen. Oh, das ist... Ach, war eigentlich ein bisschen hart, dass sie jetzt schon Barnes doppeln wollten, aber der Pass war da nicht gut. Price gegen Jalison. Ah, da wird er freigelassen, Marion. Macht ihn rein. Macht ihn rein, die Detroit Pistons ziehen davon. Jalison. Ah. Jalison hier. Ah, wieder der nächste Catch and Shoot, aber Stuart, das macht er stark. Der Ball nochmal auf Barnes. Was jetzt hier, Daniels? Die ersten zwei Buckets waren nicht so erfolgreich. Den gibt er nochmal ab. Das ist zwar alles gut gedacht, aber die Pistons haben es gut geswitcht durchaus, ne? Was hat er da jetzt vor? In der Zone wird es vielleicht gleich schwierig für uns, ja? Daniels mit seiner Defense kann ihn da aufhalten. Kann ihn da mit den einfachen Buckets aufhalten, immerhin, ne? Hier beim Debüt Daniels. Den macht er nicht rein, war auch eine ganz komische Wurfmuschel, muss man sagen, von Santi Aldama. Macht den zweiten dann aber rein. Barnes stellt den Screen. Der ist drinne, stark. Daniels hier mit dem Midranger macht seine ersten Punkte, ne? Hat Dauerwerfer als Hall of Fame-Plakette. Jalison da gegen seinen Gegenspieler, gegen Price. Jetzt hier der Big Man Daniels auf Ivy, auf ihren Superstar. Price. Aus der Bewegung schwieriger Ball. Isaiah Stewart kommt da leider nicht ganz ran. Ist ja auch eher ein Small Ball Center. Der ist nicht drin, unser Ball. Daniels. Das war der Fake. Ach, zu früh losgelassen, zu früh losgelassen. Isaiah Stewart hustelt sich da gut durch eigentlich, ne? Macht das stark. Jalison jetzt hier mit dem Drive oder was? Schwierig. Wenig Zeit. Scotty Barnes macht ihn nicht rein aus der Midrange. Schade. Ja, es steht erstmal 9-9 weiterhin. Oh, der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Isaiah Stewart holt sich den zweiten Rebound. Jetzt hier Daniels. Jetzt haben wir Ramirez. Oh, come on. Der sah eigentlich gut aus, ne? Aber Daniels hat noch nicht den großen Touch. Schade. Er ist nicht drin. Schwierig jetzt hier ihn zu hindern, ne? Ja, man merkt schon das Big Man Problem so ein bisschen, ne? Mit Isaiah Stewart. Er ist halt ein Small Ball. Das ist eher ein kleinerer Big Man. Okay, Daniels, das war der dritte Versuch eines Catch-and-Shoot-Dreis, der geht dieses Mal rein. Wichtig. Wir spielen bis Minute 4 runter, ne? Marion. Ah, Pistons Ball, okay.
Na, wohin? Jetzt hier. Barnes hat da noch gut gestört. Barnes hat den Rebound. Daniels. Kommt da gut durch. Daniels, ja, an der Freiwurflinie stark. Macht das richtig, richtig gut hier, ne? Hat jetzt hier die möglichen Freiwürfe. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass er die auch entsprechend reinmacht. Hat eine gute Wurfmotion. Das ist schon mal gut, ne? Wenn jemand eine gute Wurfmotion hat an der Freiwurflinie, das ist immer vom Vorteil. Wir hatten ja schon den einen oder anderen, wo es nicht der Fall war. Das muss man auch ganz klar sagen. Gucken wir mal jetzt. Daniels macht bitte auch den zweiten rein. Macht er stark. 2 Minuten zocken wir hier noch, ne? Und dann gehen wir in die Summe und dann gucken wir mal, ob wir eine interessante Crunch-Time haben oder nicht. Ja. Barnes, na? Hat er gut den Kick-Out-Pass gesucht, aber 4. Rebound von Scotty und jetzt hier Jallison. Nochmal abgegeben. Daniels holt sich die nächsten möglichen Freiwürfe stark. Hat das Foul da gezogen, ne? Macht ihn rein. 8 Punkte für Daniels. Hatte zwar einige Würfe am Anfang verworfen, ne? Aber macht hier die Freiwürfe rein. Hat sich jetzt schon auf 9 Punkte hochgearbeitet. Das ist stark. Von 16 hat er 9 gemacht. Komm, nutzen wir sogar die Timeout jetzt hier, ne? Nutzen wir die Timeout. Vielleicht haben wir eine geile Crunch-Time. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal hier gegen die Pistons. Na, Crunch-Time werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Aber die letzten paar Minuten zocken wir trotz allem erstmal, ne? Erstes Game muss das einfach sein. Da zocken wir noch ein bisschen da. Todd ist jetzt unter anderem mit dabei. Das ist gut. Quickly ebenfalls. Also das ist ganz positiv. Aber ich glaube, das Spiel läuft wieder, ne? Ich habe jetzt einfach mal gefoult, weil das Spiel lief einfach und ich habe nichts gesehen. Ah, wir nehmen gleich auch nochmal eine Timeout, ne? Dann können wir ein bisschen rotieren. Ein bisschen mit den anderen spielen. Nehmen wir mal kurz eine Timeout hier. Um so ein bisschen die neuen Spieler kennenzulernen. Nochmal 3,5 Minuten. Opening Night ist einfach auch viel experimentieren da, ne? Quickly rein. Oh, Hardy kriegt auch ein paar Minuten. Daniels lasse ich sogar drauf. Dann bin ich aber Todd. Und Stanley kriegt auch ein paar Minuten. Komm. Mal gucken, was dann so geht hier ein bisschen in der Rotation. Daniels darf trotzdem zocken, hat 26 Punkte zum Debüt. Da kann man eigentlich nicht meckern, ne? Jetzt hier Todd. Der ist ein guter Shooting Big. Der Ball auf O'Hardy. Na, das war Turnover. Erste Aktion hier vom Rookie. Wakely hat es noch versucht, aber einfache Punkte für die Pistons. Können hier easy punkten, ne? Jetzt hier Emmanuel Quickly. Quickly. Ah, Quickly, easy. Easy hier, ne? Ist jetzt zweistellig. Guter Cut. 4 von 9 hat er reingemacht. Plus-Minus-Rating von 11. Also das passt doch. Ah, gut verteidigt. Starke Defense. Dann jetzt hier nochmal mit einem Foul. Ja, drittes. Foult hier nochmal, ne? Gegen, ja, wer ist denn das nochmal? Gegen Daniels. Daniels gegen Daniels. Und Daniels verwirft den Freiwurf. Jetzt haben wir O'Hardy. Der Ball auf den anderen Daniels. Todd jetzt hier mit dem Screen. Daniels mit dem Midranger, der nicht drin ist. Leider haben wir den dann nicht gehabt. O'Hardy gegen Ivy. Okay, klares Foul von O'Hardy hier, ne? Ganz klares Foul von unserem jungen Rookie. Der muss da natürlich noch einiges dazulernen. Hier haben wir nochmal den Block vom Phone von Scotty Barnes, der hier auf der Bank natürlich sitzig ausruhen kann in diesen letzten Minuten. Den macht Ivy nicht rein. 6 von 8 Freiwürfen hat er reingemacht. Der ist dann drin, ne? 7 von 9. Wir gucken mal, was so. Ah, kannst ihn sogar fast da schon nehmen, ne? War dann doch high contested. O'Hardy ist auf jeden Fall kalt. Ja, natürlich auch gleich einen brutalen Gegner mit Ivy vor sich, ne? Und Ivy hat hier nochmal Bock. Ja, Pistons 15 Punkte. Wir treffen jetzt natürlich auch gerade gar nichts mehr. Aber das ist auch gerade nicht so schlimm, ne? Quickly gibt den ab.
Nee. Also alles, was über O'Hardy läuft, lief bisher überhaupt nicht. Noch nicht NBA-ready. Ich glaube, das ist das Zeugnis, was er für dieses heutige Spiel kriegt. Quickly hier mit dem Screen. Mit dem Steal meine ich natürlich. O'Hardy gibt den nochmal ab. Das war ein guter Pass, aber der Wurf war von Todd Katastrophe. Der hätte sich O'Hardy immerhin über einen Assist freuen können. So willst du ja deine Karriere nicht starten, ne? Alles falsch gemacht zu haben. Ist nicht so schön. Der Dreier nicht drin. Stanley holt sich den. Jetzt haben wir hier Todd. O'Hardy. Todd stellt den Screen. O'Hardy jetzt hier. Quigley. Daniels. Macht den nicht rein, den Dreier. Er ist ziemlich kalt auf dem Feld geworden hier, ne? Klar, es geht auch nicht mehr um viel. Aber trotzdem, Kälte hat sich breit gemacht. Jetzt auch hier bei Price. O'Hardy. Ach, geht da den Dings auf den Leim. Und dann macht ihn Ivy rein. Aber Pistons hier bringen sich immer noch mal zu einem besseren Ergebnis, als es eigentlich ist, wenn man ehrlich ist, ne? Oh, nein. Okay, also es läuft hier überhaupt nichts. Ich meine, das kann man alles gerade locker nehmen, ne? Weil wir halt so weit vorne waren, aber das ist wirklich eine miserable Schlussphase. Das willst du ja trotzdem eigentlich nicht haben. Komm, kriegen wir es hin, mit O'Hardy einen Punkt zu machen. O'Hardy zieht nicht das Foul, wird nochmal weggeblockt. Eieiei. Das katastrophalste Debüt in der NBA-History oder was? Ja, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, ne? Wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber trotzdem O'Hardy für ihn ein sehr, sehr schwaches Debüt. Und wir halten die Pistons immer klar unter 100 Punkte, muss man auch sagen, ne? Ich meine, jetzt die Endphase, hätten wir denen da nicht so ein paar Punkte geschenkt, wären die gar nicht auf diese Anzahl gekommen, ne? O'Hardy übrigens raus. Muss der Arme hier nichts mehr mitmachen. Jetzt nochmal Emmanuel Quigley vielleicht nochmal mit dem Bucket, ne? Klappt nicht ganz. Oder? Tanzt den Gegenspieler aus? Macht ihn nicht rein, schade. Okay, mal gucken, ob sie nochmal ein Bucket probieren. Kannst mir sogar fast vorstellen. Ach, nehmen den Dreier nochmal. Ist nicht drin. Nochmal ein Rebound für Pittman. Und Spiel ist durch hier, ne? Das Spiel ist durch. Wir gewinnen hier am Ende 105 zu 96. Und auch hier will ich so machen, wenn wir in einem Game drin waren, dann gucken wir uns auch die Stats an, ne? Wir haben zum Beispiel Ivy mit 23, 8, 7. Price, Marion, also ordentlich hier performt, ne? Daniels, gutes Debüt, muss man sagen, 26 Punkte, 3 Rebounds, 8 Assists. Seine Quoten sind noch nicht so gut, ne? Aber das kann ja noch werden. Barnes, gutes Game. Da kann man soweit nicht meckern, ne? Also es läuft bisher. Und hier wäre jetzt so der Punkt, wo ich das erste Mal nämlich cutten würde. Nämlich, dass ich jetzt mal sage, ey, wir machen mal die erste Woche durch und dann sehen wir uns gleich mal, wie die erste Woche so gelaufen ist. Und wenn es da mal irgendwie Highlights gibt, zum Beispiel, was weiß ich, plötzlich haben wir ein Spiel, wo Barnes 50 droppt, dann quatschen wir kurz drüber. Ja, Leute, da sind wir jetzt hier tatsächlich und das mit einer verletzten Meldung. Solche Sachen werde ich euch natürlich auch immer zeigen. Wir haben gerade die Woche durchgehabt und wir haben hier die erste Verletzung der Saison, nämlich Wally Stanley wird 4 bis 6 Wochen ausfallen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und ja, Backup Center, muss man sagen, ne? Der fällt dann erstmal aus. Dann wird hier jetzt auf jeden Fall Cameron Johnson so ein bisschen derjenige sein, der davon ein bisschen profitiert. Der wird dann ein paar Minuten kriegen. Klar könnte man das auch Melovic geben, aber ich gebe es dann doch Cam Johnson lieber. Wir gucken dann auch mal auf die Ergebnisse. Wir haben auf jeden Fall gegen die Nets verloren. Wir hatten hier gegen Golden State verloren, nochmal gegen die Nets, als auch gegen die Suns verloren und dann gegen die Kings dominant gewonnen. Highlight war in diesem Fall hier tatsächlich das Game von Daniels mit einem schönen Triple-Double. 17 Punkte, 10 Rebounds, 16 Assists. Allgemein können wir da ja auch immer mal wieder dann auf die Spielerstatistiken raufgehen. Gerade am Anfang natürlich sehr interessant, wenn man sieht, was jetzt Daniels hier in den ersten zwei Wochen für uns gemacht hat mit 24,3 Punkten und 9,8 Assists vor allen Dingen. Richtig stark, auch die 6,3 Rebounds nicht zu verachten. Ne? Die Quoten hier mit 48,6% auch stark. Die Dreier 42,9% und Freiwürfe bei 84,2%. Also es scheint wirklich so, als wenn Daniels wirklich der richtige Mann für uns ist. Das ist sehr, sehr gut, wie es bisher läuft. Auch Barnes ist so nah bei den 20 Punkten, was mir sehr gut gefällt. Ne? Wir haben auch hier David Jones von der Bank aus mit 12,2 Punkten. Also bisher bin ich sehr zufrieden, was so die Einzelspieler-Stats angeht. Interessant wird es jetzt natürlich auch noch, wie es ergebnistechnisch läuft. Ich meine, wir haben jetzt 6 Spiele, ne? 3 Siege, 3 Unentschieden, genau 50er Standing. Wir gucken mal, wie die nächsten Wochen werden. Das Schöne jetzt auch daran, wenn ich cutte, manchmal kennt ihr es ja von mir, ich will in ein Spiel reingehen, dann warten wir, bis die Simme uns das ergibt.
Jetzt ist es natürlich das Schöne, dass ich nochmal in ein Spiel reingehen werde und das, was dann eng ist, da sehen wir uns dann gleich. Und ja, Leute, so lange musste ich gar nicht warten. Wir sind hier nämlich gegen die Philadelphia 76ers, 128-123. Ramirez bisher mit einem geilen Game, Dan jetzt auch richtig stark und wir werden hier jetzt reingehen gegen Joel Embiid, Zion Williamson und Tyrese Maxey, also wirklich gegen ein richtig starkes Team. Wir springen hier jetzt rein gegen die Sixers, 3 Minuten 15 noch zu zocken. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Und dann gucken wir gleich mal, was wir hier liefern können. Ne? Ihr wisst ja, hier muss man immer einmal reingehen. Jetzt ist nämlich das Cavaliers Playbook das, was angezeigt wird, wegen JB Bickerstaff. Ne? Aber das kostet uns ja auch nicht viel Zeit. Und gerne, wie gesagt, Feedback, wie ihr das aktuell findet mit den Cuts dann. Ob ihr das dann interessanter findet, weil eben viel von dieser Simulationszeit, was immer sehr, sehr viel Platz in den Folgen eingenommen hat, dementsprechend nicht mehr da ist. Da gerne, wie gesagt, euer Feedback rein. Das ist ja für mich auch was ganz Neues, das mal so zu testen. Aber ich versuche es halt so attraktiv auch wie möglich für euch zu machen. Ne? Ist ein bisschen mehr Arbeit für mich, aber ich will ja auch das bestmögliche Ergebnis haben. Und ich denke schon, dass es so insgesamt, denke ich, besser ist, zumindest von dem, wie ich es denke. Wie es dann wirklich umgesetzt ist, das müsst ihr mir dann natürlich sagen. Aber wir haben hier der schöne Dank eben von Zion. Und jetzt haben wir Daniels. Wieder 11 Assists, also wieder ein Double-Double. Ne? Der wirkt sehr, sehr stark. Der Screen kam. Daniels hat ein bisschen Platz, aber der Dreier war nicht so gut. Das war ein Airball. Und warum hat Barnes sich diesen Rebound nicht geholt? Das fragen wir Barnes mal nach dem Game dann. Ne? Warum auch immer er diesen Rebound da sich nicht schnappen konnte. Zion, boah, macht ihn nicht rein, aber sie haben halt Rebounding. Und das könnte zu einem Problem werden, um ehrlich zu sein, ne? Dass wir wirklich zu wenig Rebounding haben. Aufgrund fehlender Größe. Boah, der Cut zum Korb, aber da war Ben Simmons dran. Ben Simmons ja wieder bei den Sixers seit der letzten Saison. Maxey. Tyrese Maxey jetzt hier. Ben Simmons, da kann man wegbleiben, ne? Ich muss mal eh gucken, ob ich vielleicht ein bisschen mehr für die Gegner einstelle, auch in der Regular Season. Sie holen sich jetzt den Rebound. Da macht ihn Ben Simmons rein. Und er traut sich sogar zu danken. Ah, Realismus und 2K. Nein, komm, der Arme, ey, ne? Das scheint ja auch mental irgendwas zu sein. Machen wir darüber mal keine Witze. Ist ja schon wirklich krass, wie er abstürzt momentan, ne? Oder abgestürzt ist schon. Jetzt hier Daniels gegen Ben Simmons. Er ist ein elitärer Verteidiger, wenn er Bock hat. Ah, Jones. Scotty. War da eigentlich kurz mal frei, ne? Der Fake. Jetzt muss ihn Scotty schon nehmen. Schwieriger Wurf. Macht ihn dann auch nicht rein. Sixers hier mit einer guten Defense. Maxey. Das geht zu einfach, aber das war noch gut gestört. Gut gestört vom Team. Und jetzt hier Johnson. Daniels mit dem Fake. Und jetzt hier Daniels. Midranger. Macht ihn nicht rein. Schade. Wäre ein wichtiger Midranger geworden. Zion Williamson. Zion Williamson ist nicht zu stoppen, leider. Zion Williamson ist leider nicht zu stoppen. Wir müssen jetzt hier eine Lösung finden. Scotty Barnes. Johnson. Floppy Play. Daniels läuft sich frei. Daniels läuft sich frei. Wir brauchen den Dreier. Pui! Wir haben den Dreier von Daniels. Stark. Starker Dreier von Daniels. 131-131. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice, ne? Jetzt müssen wir nur in der Defense standhalten. Vielleicht so ein bisschen gucken, dass wir da in der Zone doppeln können, ne? Weil sie da doch sehr dominant sind mit Embiid und Zion. Simmons, da braucht man keine Angst haben. Den kann man komplett ignorieren. Stewart, den kannst du komplett ignorieren, den Ben Simmons. So ein wilden Dreier, das ist genau das, was ich ihn werfen lassen will, ne? Jetzt die Frage, gehen wir 2 for 1 oder nicht? Eigentlich wäre es schon gut, ne? Daniels, kann er sich durchsetzen? Daniels zieht kein Foul. Okay, wir sind 2 for 1 gegangen. War vielleicht nicht der beste Wurf, aber Hauptsache, man hat es versucht. Wobei man sich auch darüber immer streiten kann, ist ein 2 for 1 wirklich das Beste oder nicht. Ich gebe Zion sehr, sehr viel Platz. Ich habe mehr Angst vor seinem Drive als vor seinem Wurf. Nein, Daniels bleibt da bloß weg. Oh, schön gestört. Aber da ist Embiid. Und es gibt Overtime. Es gibt Overtime, okay. Es gibt hier die Overtime. Die können wir auf jeden Fall dann auch zocken. Warum nicht, ne? Viel Gameplay. Das soll ja auch eben ein Bestandteil davon sein. Von dieser Neuerung. Dann haben wir deutlich mehr Gameplay-Anteil hier jetzt drin in den Folgen. Und wir gucken mal, wie die Overtime hier gleich mal gegen die Sixers wird. Ob sie es schaffen, in den ersten Minuten weiter den Stempel drauf zu drücken und wir das Ding dann verlieren. Oder ob wir hier als Sieger vom Platz gehen können.
Ah, das geht so einfach. Stewart, na. Simmons gibt den auch nochmal ab. Jetzt hier Maxi. Macht ihn nicht rein und am Ende hat ihn Isaiah Stewart. Aber Rebounding müssen wir echt mal gucken, dass es nicht zum zu großen Problem wird, ne? Und Daniels wirklich überragend, ne? Also starker Dreier. Stark gemacht von Daniels. Nur wegen ihm sind wir hier überhaupt noch in der Overtime. Jetzt macht er hier den Dreier rein. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir da fast schon doppeln. Zion macht ihn nicht rein. Stewart holt sich den Rebound. Scotty Barnes. Na? Daniels zerstört hier gerade Zion Williamson. Also Dyson Daniels zerstört hier gerade Zion Williamson. Wow. Wow. Also Dyson Daniels wirklich mit einer ganz wilden Aktion hier. Macht ihn rein. 31 Punkte, 7 Rebounds, 11 Assists. Ist er ein Star oder ist er vielleicht doch ein Superstar? Oder vielleicht entwickelt er sich sogar in dieser Saison zum Superstar. Wobei er fast schon einer ist, ne? Er wurde ja schon mal MVP. Aber der ist nicht drin und Stewart holt sich den Rebound. Stark. Na. Charlison. Isaiah Stewart. Stewart auf Daniels den Ball gespielt und er mit dem Reverse Dunk ist da stark. Also Dyson Daniels übernimmt hier das komplette Game gerade für sich, ne? Richtig, richtig gut gemacht. Tyrese Maxey. Monk. Malik Monk. Embiid. Ah, jetzt hier in der Zone, da doppeln wir. Embiid kann natürlich den Wurf nehmen. Das ist stark gespielt von Joel Embiid. Wow. Also einfach mal so einen Ball zu spielen ist schon stark, ne? Scotty Barnes wirft den Ball da erstmal so ein bisschen rein, ne? Charlison wartet, dann nimmt den jetzt auf ein bisschen, ja, Zeit von der Uhr genommen. Ramirez, den Ball auf Daniels. Da kommt jetzt Stewart. Stewart mit dem Screen, ne? Daniels jetzt hier in der Zone oder was? Den Ball auf Stewart gespielt, der kann den Midranger, aber macht ihn leider nicht rein. Schade. Zion Williams, da können wir wieder ein bisschen fortbleiben, ne? Bei Embiid natürlich nicht, da müssen wir doppeln. Oh, ah, das ist bitter. Das ist bitter, er rennt da fast gegen Barnes und verliert damit eigentlich den Ball. Aber dann hat er das Glück, dass da Embiid richtig steht. Ne? Da war ein bisschen mehr Glück als Verstand mit dabei, das muss man schon sagen. Jetzt Ramirez. Ramirez jetzt hier. Ah. Ramirez macht ihn nicht rein. Hat den Ball lange gehalten in der Luft. Ne, dann geht er nicht rein. Tyrese Maxey. Den Wurf sollte man Maxey nicht geben, aber den Drive hier auch nicht. Und das ist starkes Foul. Ramirez mit seinem fünften. Ramirez mit seinem fünften Foul. Der ist drinne. Maxey könnte, ne, hat sogar schon auf One Possession gestellt. Und jetzt sind sogar nur noch zwei Pünktchen, ne, Unterschied. Scotty Barnes stellt den Screen. Ach, jetzt hier Stewart. Macht ihn nicht rein. Schade. Hat es mal versucht, Isaiah Stewart. Zion. Keine Chance für Charlison, da irgendwas zu machen, ne? Also einen Zion Williamson, den kriegst du nicht weggepowert. Und wir waren vorne, aber jetzt sind die Sixers wieder da, ne? Jetzt haben sie wieder so ein bisschen ihre Phase. Vielleicht, weil wir auch zu wenig über diesen Mann hier gegangen sind. Über ihn lief es ja eigentlich ganz gut. Dyson Daniels. Über ihn lief es ganz gut und auch den macht er rein. Im rechtzeitigen Moment losgelassen, ne? Feldwurfquote von 60% Dyson Daniels. Richtig stark. Und Preston sollte man eigentlich nicht zu frei lassen. Aber bei Zion, den muss man doppeln. Und da kommt Isaiah Stewart. Stark. Ganz stark von Isaiah Stewart. Ganz stark. Kommt hier zur Hilfe und blockt Zion Williamson hier, ne? Macht das richtig, richtig gut, Isaiah Stewart. So kann man das machen. Ja, Embiid. Wohin? Schwierig. Ah, der Ball ist bei den Sixers. Easy. Easy Bucket hier für die Sixers. Okay. Easy Bucket für die Sixers.
Die letzten entscheidenden Minuten jetzt hier, ne? Charlison. Daniels zieht zum Korb, aber so nicht. Daniels. Sie doppeln ihn. Ramirez, ne? Das. Jetzt hier Barnes gegen. Ah, Barnes schwierig. Der war super schwierig, der Wurf, ne? Haben die Sixers richtig gut geswitcht, immer und immer wieder. Das war eine richtig geile Defense-Sequenz der 76ers. Und die, ja, Legions verlieren hier, verlieren nicht das Spiel, aber verlieren auf jeden Fall die Possession. Embiid wird gedoppelt. Preston. Preston, schwierig. Zion. Na, Zion traut sich nicht, den Wurf zu nehmen. Ist natürlich schon ein Nachteil, wenn du mehrere solcher Spieler hast, aber das ist natürlich. Also da darfst du Zion Williams niemals so freilassen. Wir brauchen jetzt einen schnellen Bucket. Wir müssen 2-for-1 gehen. Und wir machen einen ganz schnellen Bucket einfach hier, ne? Wenn dann über Dyson Daniels. Wenn dann über Dyson Daniels. Wenn dann über Dyson Daniels. Yes. Ganz schneller Bucket von Dyson Daniels. Stark. Er ist der entscheidende Mann hier, ne? Ben Simmons kommt da nicht richtig hinterher. Jetzt brauchen wir eine gute defensive Sequenz. Ja. Wohin? Zion in der Zone. Gedoppelt. Zion wird gedoppelt. Zion nimmt den. Zion trifft den. Step back mit Range Jumper. Stark. Okay. Jetzt halt die Frage, gehen wir auf den Dreier Floppy Play. Ich will das Floppy Play. Komm, Dyson Daniels, wirst du zum Held oder was? Dyson Daniels, wirst du zum Held oder was? Dyson Daniels wird zum Held oder was? Er wird hier zum Held. Er ist unglaublich gut. Dyson Daniels, boom. Wow. Wow. Sie haben noch einen Wurf. Warten wir ab, aber wow. 40. Er droppt 40. Dyson Daniels droppt 40. Ein neuer Superstar der Legions. Schwierig. Ne, wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Dyson Daniels entscheidet dieses Game. Ein Wahnsinns-Game von Dyson Daniels. Ein Wahnsinns-Game von Dyson Daniels. Wow. Stark. Stark, Leute, oder? Also Zion 38, 15 und 5 bei guten Quoten. Embiid macht über 30. Maxi 24 und 11. Richtig, richtig stark die Sixers, aber wir haben Dyson Daniels, der 40, 7 und 11 macht. Ein Steal, 50% aus dem Feld und fast 50% Dreier. Ne? Aus der Freiwurf-Zone macht er hier 7 von 8. Ramirez mit einem richtig guten Game. Barnes ordentlich und Kone. Stewart mit einem, ja, nah einem Triple-Double sogar, aber vor allen Dingen 12 Rebounds, 2 Blocks. Ich bin sehr zufrieden, Leute. Und wir gucken eben nochmal auf die Tabelle. Ne? Ich gehe jetzt nicht weiter, um die Folge auch nicht unnötig lang werden zu lassen. Wir gehen einmal in die NBA-Tabelle rein. Es gibt ja keine Conferences mehr. Es gibt nur noch eine Komplett-Tabelle seit diesem Jahr. Ne? Und hier haben wir Minnesota ganz vorne. Wir müssen in den Top 16 so gesehen sein. Ne? Beziehungsweise Top 12 sind Playoffs. Ne? 6 und 6, ja. Top 12 sind Playoffs und danach alles dahinter ist Play-In. Bis Position... Dann sind es nochmal 8 Teams, ne? Also bis Position 20 sind Play-Ins. Wir sind aktuell 13. 4 zu 3 Standing, ne? Wird auf jeden Fall spannend. Gerne euer Feedback bezüglich der Cuts in die Kommentare. Euer Veloz meldet sich ab und bye bye.